بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Die ersten drei Jahre, nachdem der Prophet a.s.w. berufen wurde zum Propheten berufen wurde, waren die Jahre, die als Dawa Sirriya bezeichnet werden. Das heißt, die Zeit der heimlichen Dawa. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Eigenschaft dieser Zeit war, dass der Prophet nicht öffentlich rausgegangen ist und alle auf einmal eingeladen hat, sondern dass er nur zu spezifischen Personen einzeln gegangen ist und sie einzeln aufgerufen hat, nämlich diejenigen Personen, von denen er sich versprochen hat, dass sie den Islam annehmen. Und dass er nicht die Allgemeinheit mit Dingen konfrontiert hat, die sie dazu bringen, die Botschaft zu bekämpfen. Das war in den ersten drei Jahren. Wir haben gesagt, der Grund und die Weisheit hinter dieser Dawa-Methode ist, dass die Botschaft nicht von vornherein sozusagen ausradiert werden konnte. Das heißt, dass es erstmal einige Anhänger gibt, denn das war jetzt die letzte Botschaft. Das heißt, er sollte erstmal eine Basis haben. Dies ist natürlich heute nicht mehr der Fall, wo wir über 1 Milliarde Muslime auf der ganzen Welt haben. Und wo wir beispielsweise in Deutschland 5 Millionen Muslime haben. Und der zweite Grund war, wenn man in einer ähnlichen Situation ist wie die Gefährten in Mekka. Das heißt, in einer Situation, wo Muslime auf offener Straße gefoltert werden konnten, ohne dass ihnen irgendjemand helfen konnte. Wie zum Beispiel Bilal ibn Rabah, wie zum Beispiel Khabab ibn Arad, wie viele andere. Sumayya, Ammar ibn Yasir, Yasir und so weiter und so fort. Warum erwähne ich das? Weil es heutzutage einige Leute gibt, die versuchen, uns weiszumachen, dass wir hier in Deutschland uns in der Zeit der Dawa Sirriya befinden würden. Das heißt, dass die Situation in Deutschland der Situation der Muslime in Mekka ähneln würde, als sie noch die stille Dawa gemacht haben, das heißt in den ersten drei Jahren. Und deswegen erwähne ich diese Angelegenheit. Und ich hatte da vor einigen Jahren mal ein Gespräch gehabt, wo es darum ging, wie man die Dawa richtig macht. Da meinte ich dann zu jemandem, es gibt leider einige Leute, die denken, dass die wahre Dawa nicht bekämpft wird. Und Imam Malik, der wurde auch bekämpft bei seiner Dawa. Ja. Das heißt, er wurde beispielsweise von den Führern der damaligen Zeit gefoltert, etc. Ja. Wir wissen von Imam al-Thawri, dass er sich mehrere Jahre versteckt hat. Wir wissen von Imam Ahmed ibn Hanbal, dass er mehrere Jahre im Gefängnis war. Wir wissen von Abu Hanifa, dass er sogar im Gefängnis gestorben ist. Ja. So. Also ich habe nur Imam Malik erwähnt. Und dann wurde dann nachher erzählt, Pierre Vogel vergleicht sich mit Imam Malik. Ich habe mich nicht mit Imam Malik verglichen, was das Wissen angeht, sondern was die Situation angeht. Das heißt, wenn Imam Malik bekämpft wurde, und er war auf dem richtigen Weg, und jemand sagt, wenn die Dawa richtig gemacht werden würde, dann würde man nicht bekämpft werden, dann würde man damit gleichzeitig sagen, dass Imam Malik seine Dawa falsch durchgeführt hat. So. Da meinte er, und das war jemand, der sich so, das gibt es oft, dass Leute so tun, als wenn sie besonders viel Wissen hätten und dann Scheich genannt werden, meinte er daraufhin, ja, das war was anderes. Was war denn das andere? Sagt er, ja, Imam Malik war in einem islamischen Land. Also er will mir jetzt also erzählen, weil Imam Malik in einem islamischen Land war, konnte er bekämpft werden. Und weil wir da aber machen in einem nicht-islamischen Land, ist, wenn wir bekämpft werden von den Nicht-Muslimen, ist das dann ein Zeichen, dass die Dawa falsch ist. Habe ich gehört, ja, der Prophet war in Mekka, der wurde auch bekämpft, alayhi salatu wassalam. Dann meinte er, ja, das ist auch was anderes. Was ist das andere? Was ist daran anders? Sagt er, ja, der hatte eine Familie, Benu Hashim, die ihn geschützt hat. Was sagen wir dazu? Dann sagen wir, hatte Khabab ibn al-Arad, radiallahu anhu, eine Familie, die ihn geschützt hat? Hat Bilal ibn Rabah eine Familie gehabt, die ihn geschützt hat? Hat Ammar ibn Yasir eine Familie gehabt, die ihn geschützt hat? Hat Sumayya, als ihr
mit der Waffe in die Vagina hineingestochen wurde, eine Familie gab, die sie geschützt hat. Hat Yasir, als er getötet wurde, zu Tode gefoltert wurde, eine Familie gab, die ihn geschützt hat. Alle anderen Sahaba, die gefoltert wurden. Und übrigens der Prophet, a.s.w., ihm wurden Steine an den Kopf geworfen. Ihm wurde ein Stein an den Kopf geworfen von Abu Jahl. Keiner konnte was machen. Er wurde im Gebet gewürgt. Keiner konnte was machen. Ihm wurden im Gebet Innereien auf den Rücken geworfen. Keiner konnte was machen. Und am Ende hat man ihn versucht zu töten. So. Hier zu behaupten, dass unsere Situation genauso schwer sei, wie die Situation der Muslime in Mekka, ist absoluter Schwachsinn. Und das ist nur eine Ausrede für sich selber, um nichts zu tun. Denn dann will er nur da was Sharia machen und redet sich selber schön. Ich mache hier alles richtig mit Weisheit. Ich sitze in der Moschee und rede mit 10 Leuten. Warum? Weil diese Unterrichte in der Moschee ohne Werbung ähneln der Dawah Sharia. Warum? Was haben wir gesagt? Was ist der Unterschied zwischen Dawah Sharia, heimliche Dawah und öffentliche Dawah? Bei der heimlichen Dawah spreche ich nur Leute an, die es sowieso hören wollen. Von denen ich ausgehe, dass sie wollen, dass sie also von der Botschaft hören wollen. Bei der Dawah Jahriya gehe ich aber allgemein auf das Volk zu und rufe sie allgemein auf. So. Wenn ich in einer Moschee bin und da kommen meine Anhänger, welcher Dawah ähnelt das dann? Es ähnelt der Dawah Sharia. Wenn ich Bücher verteile oder ein Buch schreibe, was in einem bestimmten Buchverlag verkauft wird, zwar öffentlich, ja, aber es wird eine bestimmte Gruppe von Menschen aufgerufen, eine andere Gruppe von außen, die verirrt sich vielleicht. In den ersten 3 Jahren, in der Zeit der heimlichen Dawah, konnten sich auch Leute verirren. Es konnte auch sein, dass jemand etwas davon hört, und das haben wir schon erwähnt, das sagt der Sheikh Al-Mubarak Furi, dass Leute nachschauen, dass Leute gehört haben davon und dass sogar einige Muslime bekämpft worden sind. Zum Beispiel Talha ibn Ubaidillah, der wurde von seiner Familie geschlagen. Der hat in den ersten Tagen der Dawah schon den Islam angenommen. Ja, das heißt, dieses Argument ist völliger Quatsch und damit möchte man sich nur selber einreden, dass man das richtig macht. Denn es gibt, wie ich schon gesagt habe, die 4 großen Gifte der Dawah. Erstens Neid. Man kann nicht akzeptieren, dass ein anderer bei den Leuten besser ankommt, dass ein anderer mehr Anhänger hat, dass ein anderer mehr Erfolg hat, mehr Leute zum Islam bringt. Und deswegen versucht man dann irgendetwas zu finden. Was ist Neid? Neid ist, dass man das hasst, den Erfolg, den ein anderer hat, und man möchte, dass dieser Erfolg von ihm weggeht. Und da man das nicht schaffen kann, seinen Erfolg wegzunehmen, redet man sich selber ein, dass das, was er macht, ja eigentlich gar kein Erfolg ist, sondern dass das alles Quatsch ist. Wird zum Beispiel dann erzählt, ja, da nehmen sie viel den Islam an, aber 90% fallen ja wieder vom Islam ab. Ach ja, hast du eine Statistik darüber? Dann kommen dann Leute, die erzählen tatsächlich, ja, wir haben eine Statistik. In Belgien wurde eine Statistik gemacht. Ohne Quatsch. Es gibt Leute, die so einen Neid im Herzen haben, dass sie sogar Lügen erfinden, um die Dawah kaputt zu machen. Erstes Gift Neid. Zweites Gift Gemütlichkeit. Man möchte gemütlich leben. Das Ziel ist einfach nur, gemütlich leben zu wollen. Hier muss man sich fragen, hat der Prophet gemütlich leben wollen? Das dritte Gift Feigheit. Das vierte Gift Doofheit. Das sind die 4 Gifte der Dawah. Das ist der Grund. Jetzt reden wir darüber, was waren die Schwerpunkte dieser Dawah? Gerade in diesen ersten 3 Jahren. Und eigentlich kann man sagen, auf die ganze mekkanische Dauer, auf die ganze mekkanische Phase, die 13 Jahre dauerte, verteilt. Man kann die Schwerpunkte in 3 Worten zusammenfassen. Ikra, Qum, Qum. Ikra, lies, damit fängt die Sure 36 an. Qum, Qum, damit fängt die Sure 73 und Sure 74 an. Denn das gehört zu den ersten Offenbarungen. Die erste Offenbarung war Sure 96, die zweite Offenbarung war die Sure Kum Ya'eun Mudafikum Fa'anzir, Sure 74. Und die dritte bzw. vierte Offenbarung war die Sure 73, Ya'eun Muzammil Kum Ilayl Illa Qalila. O du Eingehüllter, stehe die Nacht außer wenig. Lies, steh auf, steh auf. Lies, steh auf, steh auf. Lies, steh auf und warne. Steh auf,
in der Nacht außer wenig davon. Das heißt, bete in der Nacht außer weniges von der Nacht. Bei jedem Mal wird der Prophet direkt angesprochen und indirekt wird die Umma angesprochen. Es gibt eine Regel, dass alle Befehle, die für den Propheten a.s.w. gelten, auch für die Umma gelten, es sei denn, es gibt einen Beweis dafür, dass der Befehl oder die Erlaubnis oder das Verbot spezifisch für den Propheten a.s.w. ist. Aber im Allgemeinen ist es so, dass es keine Chususia gibt, kein spezifisches Verbot, kein spezifisches Gebot, ja, außer, also kein spezifisches Gebot und kein spezifisches Verbot, es sei denn, es gibt einen Beweis dafür, dass spezifisch für den Propheten a.s.w. ist. Zum Beispiel, dass der Prophet mehr als 4 Frauen heiratet. Aber das ist eine Erlaubnis, eine spezifische Erlaubnis für ihn. Es gibt auch spezifische Verbote für ihn. Zum Beispiel, dass er kein Shir lernen darf. Ja? Wir haben ihm Shir nicht beigebracht und es geziemt sich für ihn nicht. Für den Rest der Umma ist das erlaubt, für ihn nicht. Er darf kein Lesen und Schreiben lernen. Das sind spezifische Verbote für ihn. Dann gibt es spezifische Gebote für ihn, zum Beispiel für den Propheten war es Zeit seines Lebens, Pflicht, das Nachtgebet zu verrichten. Aber nicht für den Rest seiner Umma. Das nur als Beispiel, da gibt es halt viele Beispiele. Das heißt, es gibt spezifische Sachen, die spezifisch für den Propheten erlaubt sind. Es gibt bestimmte Sachen, die spezifisch für den Propheten verboten sind. Und es gibt Sachen, die spezifisch für den Propheten verpflichtend sind. Okay? Das kann man auch Leuten entgegenhalten, die beispielsweise behaupten, hier, schau mal, der Prophet hat die Religion selber erfunden, um sich das Leben selber leicht zu machen. Und dann bringen sie einige Sachen, die spezifisch für ihn erlaubt waren. Da kann man sagen, hallo, mein Freund, es gab auch spezifische Dinge, die für ihn verpflichtend waren und spezifische Dinge, die für ihn verboten waren. Warum erwähnst du nur das, was spezifisch für ihn erlaubt war? Okay? So, das nur dazu. Das heißt, lies, die Wissenssuche. Zweitens, stehe auf und warne, ist die Dawa. Drittens, stehe die Nacht außer wenig davon. Das ist sozusagen der Schwerpunkt ganz am Anfang. Da muss man sich drüber Gedanken machen. Warum sind ausgerechnet diese Dinge ganz am Anfang herabgesandt worden? Und übrigens, hier muss ich auf etwas aufmerksam machen, weil es gibt viele, die sagen, das Gebet wurde erst verpflichtend gemacht. Ja, zuerst wurde nur zum Tauhid aufgerufen, das Gebet wurde erst zur Pflicht gemacht, nach dem Am al-Huzn, nachdem Khadija und Abu Talib im 10. Jahr gestorben sind, bei der Isra wal-Miraj. Das ist falsch. Das Gebet war schon vorher Pflicht, aber das fünfmalige Gebet am Tag wurde erst zur Pflicht gemacht bei der Isra wal-Miraj. Weil hier gibt es wieder ein anderes Extrem, Leute, die uns erzählen wollen, wir sollen einfach nur in der Moschee sitzen und über Tauhid reden. Weil der Prophet hat ja erstmal 13 Jahre nur zum Tauhid gerufen. Es ist richtig, der Prophet hat in den ersten 13 Jahren, beziehungsweise in den ersten 10 Jahren, besonders viel Wert auf Tauhid gelegt. Aber der Prophet hat 23 Jahre zum Tauhid aufgerufen und Verbote und Gebote gab es schon bestimmte davor. Aber die meisten Verbote und Gebote und Regeln wurden in der medinesischen Zeit offenbart. Deswegen ist es falsch, was einige Leute versuchen zu vermitteln, nämlich, dass man sagt, ja, die wollen uns dann so praktisch vermitteln, ja, wir müssen erstmal mit Tauhid anfangen. Und wenn wir dann irgendwann und das Ende vom Lied ist dann, ja, wenn wir dann in 20 Jahren mal den Tauhid verstanden haben, dann fangen wir an, andere Sachen zu machen. So gehen einige Leute an die Sache heran. Ja, wir können ja sowieso nicht schaffen, weil wir sind zu schwach. Das ist etwas, was von Leuten, die Wissen haben, vermittelt wird, um die Dawa zu stoppen. So wird das vermittelt, damit man keinen Schritt vorwärts geht. Ich sage, diejenigen, die in Medina den Islam angenommen haben, haben sofort alle Verpflichtungen und Verbote mit übernommen. Es wurde zu keinem einzigen in Medina gesagt, bevor du jetzt anfängst zu beten, musst du aber erstmal 13 Jahre Tauhid lernen. Bevor du jetzt anfängst, Dschihad zu machen oder was weiß ich, Zakat zu geben oder Hajj zu machen, musst du erstmal 13 Jahre Tauhid machen. Weil das ist heutzutage so ein Scheinargument, womit man versucht, die islamische Bewegung zum Stoppen zu bringen.
Ja, das heißt, und man kann natürlich den Leuten, die diese Religion lieben, nicht sagen, ja, stopp die islamische Bewegung, sondern man versucht sie dann zum Stoppen zu bringen mit etwas, was eigentlich gut ist, nämlich mit der Wissenssuche. Die Wissenssuche ist etwas, was nicht nur gut ist, sondern was verpflichtend ist. Der Prophet sagt, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Die Wissenssuche ist Pflicht für jeden Muslim. Und Imam al-Bukhari sagt, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Das Wissen kommt vor Rede und Tat. Damit meint der Imam Bukhari aber nicht, dass man erstmal 10 Jahre studieren muss oder 13 Jahre Tauhid studieren muss, bevor man eine andere Tat im Islam macht, sondern damit meint der Imam Bukhari, dass bevor man eine spezifische Tat macht, wissen sollte, wie diese Tat ausgeführt wird. Das heißt, wenn ich jetzt zur Hajj fahre oder zur Umrah fahre, muss ich mich vorher darüber informieren, wie ich diese Tat durchführe. Und das heißt, so, und wie schnell kann ich das lernen? Das kann ich an einem Tag lernen. So. Und nicht, da muss ich jetzt erstmal 13 Jahre Tauhid lernen, weil so ein Schwachsinn wird heute von einigen Leuten sozusagen vermittelt. So, nochmal zurück. Der Schwerpunkt war, lies, stehe auf und warne und stehe auf und bete die Nacht außer wenige davon. Welchen Zusammenhang hat das? Was hat das für uns für eine Bedeutung, dass das sozusagen die ersten Befehle geworden sind, die Allah herabgesandt hat? Das musst du eine Bedeutung haben. Ikra kum kum, das ist das Handbuch für den Daya. Lies, das heißt die Wissenssuche ist der Schwerpunkt. Zweitens, kum verandere, stehe auf und warne. Das ist der zweite Schwerpunkt, die Dawa. Das heißt, wenn du etwas weißt, dann gibst du das weiter. Und wie lange hat es gedauert, bis der Prophet den zweiten Befehl bekommen hat? Hat es 13 Jahre gedauert, bis er mit der Dawa angefangen hat? Nein. Sondern es kam nur eine kurze Lücke dazwischen. Manche sagen 3 Monate. Das heißt, von der ersten Offenbarung, die 5 Verse betrug, bis zur zweiten Offenbarung, die 6 bis 7 Verse betrug, waren nur einige Monate dazwischen. Und dann wurde schon zur Dawa aufgerufen. Das heißt, wenn wir uns Gedanken darüber machen, warum Allah das so offenbart hat, müssen wir wissen, dass wir das, was wir haben, weitergeben. Und deswegen sagt Sheikh Uthaymin in seiner Fatwa, einer der größten zeitgenössischen Gelehrten, Rahimullah, der im Jahr 2001 gestorben ist, ja, dass derjenige, der wenig Wissen hat, mit dem Wissen hat, was er hat. Der Prophet a.s.w. sagte, und dann bringt er den Beweis, verkünde von mir, selbst wenn es nur ein Vers ist. Jetzt kommen einige Leute und versuchen dann, weil sie selber ein Monopol für die Dawa haben wollen, diesen Vers zu verdrehen und erzählen dann den Leuten irgendetwas von Nekira und Ma'rifa, wovon die Leute überhaupt gar keine Ahnung haben, die arabische Sprache nicht kennen und verwirrt werden, und erzählen ihnen dann, ja, nein, das heißt eigentlich nicht, dass jeder Dawa machen kann. Sheikh Uthaymin, der die arabische Sprache besser kann als jeder hier in Deutschland, ja, sagt, damit ist gemeint, das kleinste Wissen, was du hast, gibst du weiter. Bitteschön. Und dann wird Sheikh Uthaymin gefragt, was macht jemand, der kein Wissen hat? Dann sagt er, er kann zum Beispiel Kassetten weitergeben und Flyer weitergeben und Bücher weitergeben, aber er soll sich vorher bei einem Talibul Ilm informieren, ja, ob das, was er hat, das, was er weiß, ob diese Bücher und so weiter authentisch sind. Das dazu. Das heißt, Wissenssuche, Dawa und Kumil Leile illa Qalile. Stehe die Nacht außer wenig. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass derjenige, der Wissen lernt und der Dawa macht, der braucht doch etwas für seine Seele. Er braucht das Gebet in der Nacht. Und deswegen ist die erste Nasiha für mich und dann an euch, dass wir versuchen, nach dem Isha-Gebet einige Rakats mehr zu beten. Oder insbesondere, jetzt gerade haben wir Dezember, ja, oder dass wir insbesondere in den Wintermonaten, wo die Nacht lang ist, früh ins Bett gehen und beispielsweise eine halbe Stunde oder eine Stunde vor dem Sonnenaufgang aufstehen und versuchen, noch ein paar Rakats zu beten. Und viel Sujud, im Sujud viel Dua machen, weil das ist das, was uns hilft. Das ist der Proviant, den wir brauchen. Das ist der Proviant, den wir brauchen, um mit der Botschaft nach vorne zu kommen. Ikra kum kum. Merkt euch das. Lies,
Stehe auf und warne, stehe die Nacht außer wenig. Nochmal, lies die Wissenssuche. Zweitens, stehe auf und warne die Dawa. Und übrigens, der zweite Befehl vom Koran war, stehe auf und warne. Der zweite Befehl vom Koran war nicht gewesen, stehe auf und gebe frohe Botschaft. Weil wir haben es heute wieder mit anderen Leuten zu tun, die versuchen, die Dawa schlecht zu machen. Und die sagen, oh, es gibt Leute, die warnen immer vor der Hölle. Ich meine, wovor soll man warnen, außer vor Bestrafung? Soll ich vor dem Paradies warnen? Wovor soll man warnen? Natürlich warnt man vor der Bestrafung. Man warnt nicht vor dem Paradies. Und dann kommen sie hier mit diesem Vers, da kommen sie mit einem Hadith, den der Prophet genannt hat, wo er zu Mu'adh ibn Jabal gesagt hat und zu Abu Musa al-Ash'ari, als er ihn in den Jemen geschickt hat, Beshiru wa la tunafiru. Gebt frohe Botschaft und bringt die Leute nicht zum Flüchten. Erstmal, ist es nicht seltsam, dass der ganze Koran voller Verse ist, wo gewarnt wird, wo vor der Hölle gewarnt wird, wo die Hölle erwähnt wird, dass der Prophet selber in seiner Dawa vor der Hölle gewarnt wird? Und jetzt gibt es angeblich einen einzigen Hadith, der dieser Sache widerspricht, und jetzt baut man auf einmal seine ganze Dawa auf diesen einen Hadith auf und lässt alle hunderte Ayats und hunderte Hadiths auf Seite. Aber nicht nur das, sondern diejenigen, die es anders machen, die die Hölle erwähnen bei der Dawa, die machen plötzlich die Dawa falsch. Und nicht nur das, die schaden sogar dem Islam. Wer die Bestrafung erwähnt in der Dawa, schadet dem Islam. So weit ist es gegangen. Aber wenn man den Hadith mal genau lesen würde und nicht durch die Brille seiner eigenen Gelüste lesen würde, dann würde man sehen, dass in dem Hadith nicht steht, Beshiru wa la tunziru, gebe frohe Botschaft und warne nicht. Und hier steht, gebe frohe Botschaft und bringe nicht zum Flüchten. Das heißt, du interpretierst das Wort bringe nicht zum Flüchten, interpretierst du jetzt als ein Verbot, die Bestrafung zu nennen, obwohl Allah selber den Propheten befiehlt zu warnen. An hunderten Stellen wird die Bestrafung und die Warnung erwähnt. Und letzte Woche habe ich darüber geredet mit einigen Brüdern, über dieses Warnen. Ja? Und dass es halt Leute gibt, die behaupten, ja, dass derjenige, der die Warnung in der Strafe, in der Dawa ausspricht, dass er die Dawa falsch macht. Und übrigens, dann wird dann gesagt, ja, stimmt, der Prophet hat gewarnt, aber der hat Leute gewarnt, die Quraysh hat er gewarnt, die Quraysh wussten schon von Akhira. Aber hier in Deutschland weiß keiner, was die Hölle bedeutet. Ich würde den Tipp geben, dass Leute, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind, nicht versuchen sollten, einen Deutschen, der auf eine kirchliche Schule gegangen ist, der mit zur Konfirmation gegangen ist, die Deutschen, den beibringen zu wollen, wie die Deutschen denken, was die Deutschen, wie die Deutschen ticken. Wenn du 1 Million, nicht 1 Million, wenn du 80 Millionen Deutsche fragst, die nicht an Alzheimer erkrankt sind, die nicht unter 5 Jahre alt sind, und du fragst sie, ist die Hölle, was bedeutet im religiösen Sinne Hölle? Ist das ein Ort der Bestrafung im Jenseits? Dann werden die 80 Millionen Deutsche sagen, selbst wenn sie nicht daran glauben. Das heißt, jeder in Deutschland weiß, was mit Hölle ungefähr gemeint ist, nämlich ein Ort der Bestrafung im Jenseits. Deswegen bitte, wenn man sich eine Ausrede sucht und schon so eine Unverschämtheit besitzt, ja, mit einem Hadith hunderte Ayats außer Kraft zu setzen, ja? Wenn man für sich selber entscheidet, bei der Dawa sich nur auf die frohe Botschaft zu beschränken, dann mach das. Aber besitze nicht noch die Frechheit zu tun, als wenn so die Dawa gemacht wird und nicht anders, um sogar noch die Frechheit zu besitzen, so zu tun, als wenn diejenigen, die die Warnung erwähnen in der Dawa, dass die Dawa falsch machen. Okay? Und übrigens, die Quraysh haben nicht gewusst, was das Jenseits und nicht dran geglaubt. Ganz klar, da gibt es dutzende Verse im Koran darüber, zum Beispiel in Sure 36,
Sie sagen, wer macht die Knochen lebendig, nachdem sie morsch geworden sind? Das heißt, sie konnten nicht daran glauben, dass sie nochmal zum Leben erweckt werden sollen. Das war einer der Hauptpunkte, warum sie die Botschaft nicht angenommen haben. Einer der Hauptpunkte, die sie an der Botschaft kritisiert haben, dass sie sich nicht vorstellen konnten, wie die Toten lebendig gemacht werden. Und einen Vers habe ich gerade dazu erwähnt. Ein anderer Punkt, dass sie gesagt haben, wie Sura 38, Aja'ala al-Ariyata ilahun wahida, inna hadha la shay'un ujab. Das müsste Sura 38, Vers 4 sein. Macht er die Götter zu einem einzigen Gott, das ist wahrlich eine wundersame Sache. Und eine andere Sache, dass sie gesagt haben, warum hat Allah keinen Engel geschickt als Gesandten? Das sind drei der Hauptpunkte, nicht die einzigen Punkte, warum sie die Botschaft nicht akzeptiert haben. Das heißt, hier wird mit Gelüsten gesprochen. Ja? Und als ich mit den Brüdern darüber geredet habe, über die Warnung, habe ich so gesagt, ich kann irgendeinen Vers jetzt im Koran aufschlagen. Ich schlage jetzt einfach mal auf, ich finde schon direkt einen Beweis dafür, ich finde direkt einen Beweis dafür, dass man bei der Dauer auch nicht, ja, wir reden jetzt nicht darüber, die Warnung aussprechen muss, sondern wir reden darauf. Weil hier gibt es jetzt Leute, die stellen das so dar, als wenn man das nicht darf und nicht nur nicht darf, sondern dass man dem Islam schadet, wenn man sagt, dass der Islam vor der Hölle rettet und alle anderen Wege in die Irre führen. Hier, guck. Und dann schlage ich den Koran auf. Und dann schlage ich Sure 7, Vers 164 auf. Ihr könnt das alle mal nachschlagen. Ich hätte auch jetzt einfach so tun können, als wenn ich das einfach aufgeschlagen hätte und hätte vor mir ein Eselsohr gemacht. Ich schlage jetzt nicht auf, sondern diesen Vers habe ich dann gefunden. Es geht hier um die Stämme Israels, die gewarnt worden sind, die den Sabbat übertreten haben und die gewarnt worden sind. Und dann steht in Vers 164, und damals, als eine Gemeinschaft von ihnen sagte, ich lese jetzt die Übersetzung von Rudi Paret vor, ein nicht-muslimischer Orientalist, der in der arabischen Sprache aber sehr stark ist. Und damals, als eine Gemeinschaft von ihnen sagte, warum ermahnt ihr, was ist eine Ermahnung? Eine Ermahnung, ja? Warum ermahnt ihr überhaupt eine Gemeinschaft, Leute, die Gott zugrunde gehen lassen oder doch schwer bestrafen wird? Also das heißt, jetzt kommen Leute zu denen, die warnen und sagen, warum warnt ihr? Sie sagen. Sie, das heißt diejenigen, die die Ermahnung aussprachen, Klammer, sagten, wir tun das, um vor eurem Herrn damit entschuldigt zu sein. Das heißt, wenn du die Warnung aussprichst, bist du vor allein schuldig, dass du die Botschaft rübergebracht hast. Ja, da kann am jüngsten keiner sagen, ja Allah, ich wusste ja nicht, was mir blüht, mir hat ja keiner was davon gesagt. Deswegen sagt Allah in Sure 4, Vers 165, Rusulan mubashirin wa munvirin li'alla yakuna linnasi ala Allah hujjatan ba'da Rusul. Gesandte als Frohbotschafter und Warner, damit die Menschen nach den Gesandten kein Argument vor Allah haben. Hier, sie sagten, also diejenigen, die Ermahnung aussprachen, sagten, wir tun das, um vor eurem Herrn entschuldigt zu sein, damit entschuldigt zu sein, in Klammern, dass wir unseren Sendungsauftrag erfüllt haben. Das heißt, der Sendungsauftrag ist, dass die Leute wissen, dass wenn sie die Botschaft nicht annehmen, dass sie dann zu den Verlierern gehören werden. Und hier kommen Leute, die eingebrochen sind und versuchen dann, die klarsten Verse aus dem Koran durch die Brille ihrer Gelüste zu lesen. Und kritisieren dann die Leute, die in der Dawa die Hölle erwähnen, genau das, was der Prophet a.s.w. auch gemacht hat. Ja, und wie gesagt, der zweite Befehl war nicht kum wabashir, sondern kum veranwir, stehe auf und warne. Ja? So, dann der dritte Vers, kum ilayla illa kalile. Und deswegen sagen wir allen, lasst uns daran festhalten, an diesem Maßstab, der ganz am Anfang herabgesandt wurde, lies, was auf Wissenssuche hindeutet, kum veranwir, stehe auf und warne, das heißt, was auf Dauer hindeutet. Und das dritte, Kumi Leile illa Kalile, stehe die Nacht außer wenig, damit unsere Herzen weich bleiben und damit wir immer wieder, wenn wir stehen, sagen, Ihdina Sirat al-Mustaqim, führe uns den geraden Weg, damit wir auf dem geraden Weg bleiben. Das war der Dawa-Schwerpunkt in den ersten drei Jahren und eigentlich in der ganzen mekkanischen Phase.